Hallo, hier ist wieder der Stahlverbieger und ich habe mal ein kleines Riff ausgepackt für den Riffomaten und zwar dieses Mal ein Riff eher solomäßiger Natur und zwar von Mr. Big, das Intro, der Anfang von Green Tinted 60s Mind und ja, ihr habt es gerade gehört, das ist eine Mixtur aus einer netten Tonleiter und eben halt Tapping, Slides, alles mögliche drin. Ja, und ihr habt auch gerade gesehen, ich habe hier ein kleines Tuch zwischen meine Saiten geklemmt. Das habe ich deswegen gemacht, weil mir beim Aufnehmen aufgefallen ist, dass man bei diesem Riff gerne mal ganz fiese Nebengeräusche produziert. Und da ich mich jetzt nicht erstmal 8 Tage lang hinsetzen wollte, bis ich auch den letzten Ton eliminiert habe, habe ich mir dann einfach mal so ein kleines Tuch zu Hilfe genommen. Ist ein kleiner Tipp an euch, könntet ihr auch machen. Ihr müsstet einfach, ich habe jetzt einfach ein Stück Taschentuch, Papierrolle, hier Küchenrolle genommen, kleines Rechteck gefaltet und dann von hinten unter die Seiten geschoben. Wobei ich die obere leere E-Seite freigelassen habe, weil die brauchen wir leer. Und live machen einige Leute das natürlich auch. Wie der Mann das nun aufgenommen hat, weiß ich nicht genau. Vielleicht hat er auch tatsächlich auch selber ein bisschen was abgemutet. Der Typ kann das natürlich live spielen, das ist Paul Gilbert, das ist keine Frage. Aber auch live, bei ein bisschen Bühnenaction und so, man neigt dazu, ab und zu mal ein paar Störgeräusche zu produzieren. Ich sag jetzt mal, live fällt das nicht auf, ne? Da fällt das nicht ins Gewicht. Wenn ich aber natürlich hier vor meinen Lautsprechern sitze und ich nehme das auf, dann nervt mich hier jedes Krickel und Krackel und deswegen habe ich es einfach mal eliminiert. Ist ein Tipp an euch, ne? Unter die Saiten schieben, dann können die tiefen Saiten nicht mehr so viel rumballern und dann kann man immer noch probieren, das zu perfektionieren und es sauber zu spielen. Ist natürlich auch vom Zerrgrad abhängig. Ich habe hier auch relativ viel Zerre genommen. Wenn man das ein bisschen ändert, wird es auch ein bisschen sauberer, das Riff. So, gehen wir mal in die Großaufnahme. Und wie gesagt, es gibt Tapping, es ist irgendwie alles dabei. Und ich versuche euch mal das kurz mal zu erklären, das Ganze. So, ich werde die Noten natürlich auch oben einblenden, wenn sie nicht schon eingeblendet sind. So, wir starten bei dem Lick. Es ist eine relativ durchgängige Hammering-Pull-Off-Figur und eben halt auch mal mit einem interessanten Tapping. Das Tapping mache ich übrigens mit dem Mittelfinger, weil ich das Plektrum weiterhin festhalte. Ob ihr und welche Noten ihr anschlagen wollt, das hängt ein bisschen von euch selber ab. Ich habe in der Version jetzt hier ein paar Ab- und Aufschläge reingeschrieben, meistens immer bei den leeren Saiten. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr die als Ab- oder Aufschlag machen wollt. Unterm Strich muss man, glaube ich, sehen, dass man das ganze Lick flüssig hinkriegt. Das ist der Trick an der ganzen Geschichte. So, wir starten mit der leeren E-Seite oben. Ne, das ist dann natürlich ein Abschlag. Witzigerweise, wenn wir das Lick erstmal drauf haben und in Schleife spielen, brauchen wir genau diese leere E-Seite nachher nicht mehr anzuschlagen. Die wird nämlich automatisch klingen, weil wir am Ende einen Pull-Off zur leeren E-Seite hin haben. Also das heißt, diesen Ton brauchen wir nur als Abschlag oder Anschlag, wenn wir starten. So, dann machen wir ein Hammering in den zweiten Bund von der hohen E-Seite und gleich einen Pull-Off. Ne? Das machen wir ganz gleichmäßig. Die ganze Linie ist übrigens 16. oder sind 16. Das heißt, kein Ton wird schneller gespielt. Auch ein Slide nicht, ein Pull-Off nicht, ein Hammering nicht. Das ist alles gleich lang. Als nächstes mache ich jetzt, spiele ich, das kann auch sein, dass wenn ihr im Netz mal nach Noten sucht, dass ihr auch andere Versionen findet, wo die ein oder anderen Noten auf anderen Seiten aufgeschrieben sind. Ich habe mich aber letztendlich dafür entschieden, das jetzt so aufzuschreiben, weil ich für mich finde, dass ich so noch am besten hinbekomme. Ne? Und deswegen. Das heißt, ne, leere E-Seite, Hammering, Pull-Off, zweiter Bund, E fürs E. Dann machen wir aus dem Nichts ein Hammering in den vierten Bund von der G-Seite. Das ist dann die Note H. Ne? Das sind dann schon die ersten vier Töne. So, danach kommt wieder die leere E-Seite oben. Die mache ich dann immer als Aufschlag, glaube ich. Ist aber nicht zwingend notwendig. So, dann gehe ich mit der linken Hand, ziehe ich sie ein bisschen hinterher. Wir brauchen nämlich Töne auf der hohen E-Seite am 7. und 5. Bund. Das heißt, nach der leeren Seite hämmern wir aus dem Nichts mit dem Ringfinger in den 7. Bund, machen einen Pull-Off runter in den 5. und dann wieder zur leeren Seite. Das ist quasi die komplette Zählzeit 2. Ne? Ne? So, dann gehe ich in den 7. Bund von der D-Seite, das wäre die Note A,
und mache ein Hammering in den vom 7. Bund in den 9. Bund zu dem H hin. Und dieses Hammering mache ich aus dem Stand. Das heißt, ich persönlich schlage das A im 7. Bund auf der D-Seite nicht an, sondern ich mache das aus der Luft sozusagen. Ne? So, das Hammering in den 9. Bund, den natürlich auch. So, ne? So. Danach kommt wieder die leere obere E-Seite. Genau, so danach kommt wieder die leere obere E-Seite. Und dann kommt wieder, denn von der E-Seite hämmern wir dieses Mal in den 5. und in den 7. Also dieses Mal ist die Reihenfolge AH und nicht wie beim ersten Mal 7. und 5. Bund. Ne? So, und dann tappen wir nach der Melodie E, A, H, tappen wir in den 12. Bund von der E-Seite. Und das machen wir eben halt mit dem, ich nehme in der Zeit das Plektrum, naja, ich habe es immer noch zwischen Daumen und Zeigefinger und nehme dann den Mittelfinger und tappe dann diese Note. Und diese Töne, wir tappen den Ton im 12. Bund und dann geht es zurück zum 7. Bund und zum 5. Nicht zur leeren Seite an der Stelle zurück. Ne? Das heißt, das wäre der komplette erste Takt. Bis dahin kann mir, glaube ich, jeder folgen. Ne? Das ist auch schon relativ tricky. Wie gesagt, im Original findet man die ein oder anderen Töne auf einer anderen Seite. Ich kann es so, für mich habe ich das festgestellt, am besten spielen, ist aber nicht in Stein gemeißelt, ne? So, der nächste Ton, das ist denn die 1 vom 2. Takt, ist wieder ein getappter Ton und zwar im 17. Bund auf der hohen E-Seite natürlich denn dann. Ne? So, 17. Bund, das wäre die 1 vom nächsten Takt. Also wir müssen eben halt unsere Tapping-Figur im 12. gehen ja noch ein paar Töne zurück, H und A oder B und A und dann in den 17. Bund. Ne? So, dann haben wir den 17. Bund und wenn wir in den 17. Bund gehen, wir tappen diese Note und in dem Moment, wo ihr diesen Ton tappt, dann nehmt ihr die linke Hand hinterher, weil wenn ihr auf der E-Seite einen Ton tappt, dann kann man ja nicht hören, was man hier macht. Deswegen nehmt ihr die danach und dann kommt hier der 10. Bund mit dem Zeigefinger auf der E-Seite und der 12. Die Töne D und E, die kommen dann danach auch eben halt, ne, 10. und 12. Nach dem Tapping natürlich. Das heißt, ich tappe diesen Ton und dann gibt es eigentlich, geht es runter zum 10. Bund. Und in den 12., ne? Ne? So, jetzt tappe ich den Ton im 17. Bund noch einmal. Und in dem Moment, wo ich hier wieder tappe, schiebe ich die Hand wieder zurück in den 5. und 7. Bund. Und dann kommen auch diese beiden Noten nach dem getappten Ton im 17. Bund. Nochmal, ganz langsam. Achtet genau drauf, was ich mache. Ne? Ich glaube, bis dahin kann das jeder nachvollziehen. So, wenn ich jetzt diese Stelle gemacht habe, also den getappten Ton im 17. Bund und hier 5. und 7. nach dem Ton im 7. Bund, gehe ich mit dem getappten Ton einen Halbton tiefer in den 16. Bund. Ne? Alles zusammen. So, nach dem Ton im 16. Bund, jetzt wird es, naja, tricky nicht, aber jetzt, man könnte denken, das geht jetzt immer so weiter. Wenn wir die Note im 16. Bund tappen, kommt danach der Ton, linke Hand im 4. Bund, das Giss. Und wir machen erstmal einen Pull-Off runter zur leeren E-Seite. Also 16. Bund, 4. Bund, leere E-Seite. Ja, bis dahin erstmal.
dann hämmer ich wieder in den, von der leeren E-Seite, in den vierten Bund und der Ton im siebten Bund kommt nochmal. Und dann kommt eine, ja, nette, tricky, kleine Tapping-Slide-Idee danach noch. Das wäre die fast die letzte Zählzeit, die noch fehlen würde danach. Ich mach's nochmal bis dahin. So, nachdem, wir machen dann eben halt eine leere Seite, vierter Bund und siebter, auf der E-Seite natürlich alles. Danach, nachdem, also leere Seite, tappen wir wieder im zwölften Bund und jetzt kommt eine schöne Sache, zwölfter Bund, dann sliden wir in den sechzehnten Bund rauf, wir halten den getappten Ton gedrückt natürlich, zwölfter Bund, slide in den sechzehnten Bund und zurück zum zwölften Bund. Ne? So eine Geschichte machen wir da. Und dann machen wir eben halt vom 12. Bund, die linke Hand lassen wir auch liegen und dann machen wir wieder vom 12. Bund, wenn wir rauf und runter geslidet sind, einen Pull-Off zum 7., 4. Und dann kommt nämlich das, was ich am Anfang sagte, dann machen wir noch einen Pull-Off runter zur leeren E-Seite und das wäre wieder die 1 vorne am Anfang, weswegen wir bei dieser Pull-Off-Figur am Schluss die leere E-Seite ja nicht nochmal anschlagen müssen. Das wäre dann aber schon wieder die 1 und der Anfang und dann könnte man das prima in Schleife spielen, ohne den ersten Ton, so wie am zu Beginn dieser Figur, ihn nochmal anschlagen zu müssen. Dann würde das so sein. Jo, ich hoffe, euch gelingt diese kleine Tapping-Figur. Ja, ich dachte mir, das ist mal was anderes beim Reformaten. Ne? Es gibt natürlich nicht nur Riffs mit Akkorden, sondern es gibt auch Riffs mit Melodien sozusagen. Und das wäre eins davon. Und das ist schon relativ tricky, ne? Und wenn man es eben halt sauber spielen will, wie gesagt, ich habe mir jetzt hier auch mal ein bisschen zwecks der Lesson beholfen, nicht, dass das die ganze Zeit rumpelt. Man kann es auch sauber spielen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt hier zu Hause am Amp spiele, dann habe ich nicht das Bedürfnis, das jetzt alles abdämpfen zu wollen. Das, ne, es klingt ja auch manchmal relativ tot. Man merkt das bei dem Hammering vom 7. zum 9. Bund auf der D-Seite. Da muss man die Töne schon echt lange klingen lassen, bis man wieder zur leeren E-Seite kommt. Also da ist immer so ein kleiner Bruch, finde ich, an dieser Stelle. Also das muss man schon sehr exakt und genau spielen danach her. Und aber man kann es durchaus erlernen. Viel Spaß mit diesem Lick,